Servus Freunde, herzlich willkommen. Wir reden heute über das DJI Wireless Mic. Ein Beginner-Guide ist das Ganze hier. Und oben befindet sich meine Drohne und da sind auch viele Vögel. Ich hoffe, da passiert nämlich nichts. Auf jeden Fall, ich will erstmal die Reichweite testen, bevor ich jetzt hingehe und da irgendwelche Guides für euch erkläre, wie man das Ganze benutzt. Weil, hat mich interessiert, wie die Reichweite ist. Und hinten gibt es einen Spot, das sind insgesamt 250 Meter. Ich schaue mal, ob ich das hinkriege. Ich laufe mal dahin, ohne die Drohne. Ich mache die mal aus, weil der Akkustand ist hier bei 34%. Deswegen, also, dann in 200 Meter nochmal. Vom Kamerastützpunkt, wo der Receiver ist, bis zum Ziel war laut Drohne ca. 260, 70 Meter plus minus 10 bis 15 Meter. Meine Enttäuschung war aber, dass nach ca. 20, 30 Metern die Verbindung leider abgebrochen war. Und ich weiß auch das Problem bei Wireless-Mikrofonen, sobald ein Hindernis da ist, sobald Störsignale oder Störfaktoren da sind oder man zum Rücken zum Receiver ist, kann die Verbindung unterbrochen werden. Dann dachte ich mir, okay, ich war mal zu einem Feld, der vielleicht nicht so viele Hindernisse hat, nicht so viele Bäume hat, der vielleicht vom Boden her glatt ist, sage ich mal. Also bin ich woanders hingefahren, habe die Kamera hingestellt und weit und breit, sage ich mal, nur Feld und keine Bäume. Klar, ich war zum Rücken zwar zum Receiver, aber nach 30 Metern habe ich das Signal verloren. Ich war zum Rücken, das stimmt auch, aber auch auf dem Rückweg, nachdem ich das Ziel erreicht hatte von 250 Metern, hatte ich mal die ersten Signale bei 60 Metern bekommen, wobei das natürlich keine brauchbare Audioqualität ist. Ansonsten nach ca. 20 Metern hatte ich brauchbare Audioqualität. Im Alltag, natürlich entfernt man sich von der Kamera vielleicht keine 20 Meter, aber für euch vielleicht gut zu wissen, dass ihr euch nicht blind drauf verlassen könnt, mal einfach 50 Meter von der Kamera sich zu entfernen, wenn ihr das Ganze mit dem Receiver verbindet. Das könnt ihr natürlich über den Backup Recording machen. Jedes Mikrofon, also der Transmitter von den DJI, hat auch eine eigene Aufnahme. Da kannst du dich so viel entfernen, wie du willst. Die Aufnahme erfolgt direkt in den Mikrofonen. Lange Rede und gar keinen Sinn. Die 250 Meter, die hier erwähnt werden, wurden bei meinem Test nicht bestätigt. Servus Freunde, herzlich willkommen. Wir hatten einen etwas anderen Eingang, aber das war beabsichtigt. Ich wollte ein bisschen cooleren Anfang haben, aber wie dem auch sei, jetzt kommen wir zu einem nach Skript Anfang, sage ich mal. Auf jeden Fall, das Video ist in mehrere Kapiteln unterteilt. Das heißt, ich zeige dir erstmal allgemein das Gerät an sich, wo sich die Buttons befinden und wie man das Ganze überhaupt bedient. Dann zeige ich dir die Features vom DJI Mic und wie alles miteinander funktioniert und kommuniziert. Und ich würde sagen, wir sprechen über das Workflow und wie du das Ganze für deine Videos verwenden kannst. Das DJI Mic hat, wie schon erwähnt, zwei Wireless-Mikrofone und ein Receiver. Große Ähnlichkeit mit dem Wireless-Audiosystem von Rode. Das von Rode hat aber ein paar Probleme, welches zum Glück DJI nicht hat, meine Freunde. Ein großer Vorteil ist, es kommt mit einem Ladecase. Man braucht keine Powerbank, um es aufzuladen oder sonstige externe Batterien. Das hat DJI ziemlich clever gelöst, finde ich. Deshalb gibt es hier auch keinen Raum, um Batterien zu wechseln und hat 5 Stunden Akkulaufzeit beim Receiver und 5,5 Stunden Akkulaufzeit beim Transmitter. Ich finde, dass es ein ziemlich guter Wert ist und ich hatte noch nie Probleme, dass das Ganze irgendwie leer gegangen ist. Und daher ist das aus meiner Sicht für alle Situationen eigentlich ausreichend. Falls nicht, kann man bei Pausen das Ganze wieder in den Case legen und wieder aufladen. In diesem Case bekommt man zwei Mikrofone. Das heißt, man kann gleichzeitig Audio von zwei Personen aufzeichnen. Man braucht nicht immer beide Transmitter, ist aber als Backup sehr praktisch, wenn man gerade zum Beispiel solo unterwegs ist. Dann hätte man statt 5 Stunden sogar 10 Stunden Aufnahmezeit. Ebenso kann man in der Post-Production mit zwei verschiedenen Audiospuren arbeiten, wenn man beide Mics nutzt. Auch gibt es die Möglichkeit, die Aufnahme direkt an den Transmitter aufzuzeichnen.
Das ist sehr gut, wenn man ein Backup-Audio aufnehmen möchte. Das ist wirklich nur sehr zu empfehlen. Ich persönlich mache es auch immer so. Kann ja nämlich sein, dass es irgendein Problem zwischen dem Transmitter und dem Receiver gibt, wenn die Person sich zu weit entfernt oder das Ganze mit Hindernissen gestört ist. Ich meine, das haben wir auch gesehen gehabt, als ich auf dem großen Feldberg bin und das Ganze irgendwie nach gefühlt 70, 80, 100 Metern schon abgeschmiert ist. Und zum Glück hatte ich da mein Receiver schon auf Aufnehmen geklickt und deswegen, also das war nur ein Test, aber stell dir vor, es wäre kein Test, es wäre etwas Kommerzielles, dann hättest du wirklich ernsthaft Probleme, wenn du nicht gerade die Audiospur aufgenommen hast, die du aufnehmen solltest. Also deswegen immer parallel aufnehmen. Das DJI Mic gibt dann nämlich uns Creatern die Flexibilität, von der Kamera sich zu entfernen und halt dann dementsprechend so zu sprechen. Bei einem Shotgun Mic muss man sich stets in der Nähe befinden oder direkt halt zur Kamera sprechen, so wie hier ich es gerade mache, wobei meint es hier oben, damit man halt gutes Audio hat. Dann würde ich mich jetzt zum nächsten Punkt begeben. Was wird denn überhaupt mitgeliefert? Die Ladestation mit dem Mikrofon und Receiver, ich glaube, das ist ja jedem hier klar. Dann haben wir eine Schale, das finde ich leider nicht mehr, ich habe es verloren. Da sind zwei Windscreens drin, ich habe nur noch eins, ich muss irgendwie noch einen nachliefern lassen. Und ein USB-C-Kabel, um sich das Ganze verbinden zu lassen mit dem Rechner, um das Ganze rüber zu kopieren. Das Ladecase ist sehr simpel, aufmachen und zumachen. Es hat einen Lockmechanismus und hat vorne vier Lichter. Vorne zeigt es den Ladestatus an, das heißt, man kann direkt mit ersten Augenblick erkennen, ob du noch genug Power hast oder nicht. Hinten befindet sich quasi ein USB-C-Eingang, damit kann man das ganze Case wieder aufladen. Wenn wir das Case dann aufmachen, sieht man alle Geräte. Links und rechts haben wir jeweils die Transmitter und in der Mitte haben wir den Receiver. Ebenso findet ihr auch einen Adapter, einmal einen Lightning-Anschluss, das wäre das fürs iPhone zum Beispiel, und ein weiteres für den USB-C-Anschluss. Ich meine, das ist ja so der Standard für die Handyanschlüsse mittlerweile. Wenn man den Case öffnet und einen kleinen Moment wartet, sieht man, dass das Display angeht und auch die Lichter angehen. Man sieht den aktuellen Ladestatus vom Receiver und auch vom Transmitter. Ebenso siehst du, wie viele Stunden Aufnahmezeit auch übrig ist. Man kann beim Backup aufnehmen bis zu 14 Stunden aufzeichnen, bei beiden Transmitter, meine Freunde, und das sind 28 Stunden, wenn du Solo filmst, das ist schon mal eine große Hausnummer. Schauen wir uns mal den Transmitter aber jetzt mal genauer an. Beide sehen exakt gleich aus. Man kann beide nicht unterscheiden, außer am Receiver des Mikrofonpegels, der halt ausschlägt. Ansonsten hast du keine optischen Merkmale. Wäre vielleicht eine gute Idee, an dieser Stelle beide zu markieren oder mit einem Labelkleber zu versehen, um diese halt direkt optisch unterscheiden zu können. Zum Beispiel mit links oder rechts oder 1 oder 2. Wenn man das Ganze von oben anschaut, sieht man das Mikrofon an sich und einen Anschluss, um ein weiteres oder um ein neues Mikrofon anzuschließen. Das heißt, der Transmitter hat einen integrierten Mikrofon und nochmal einen extra Mikrofonanschluss, um beispielsweise ein Lavalier-Mikrofon anzuschließen. Da gibt es die Möglichkeit, den Transmitter zum Beispiel in die Tasche zu stecken und ein kleines, dezentes Mikrofon am Shirt zu befestigen. Auf der linken Seite ist ein USB-C-Port. Da kann man den Transmitter ohne Case aufladen oder aber auch zum Beispiel deine Backup-Datei übertragen. Und ebenso ist dort der An- und Aus-Knopf, welches zeitgleich auch der Mute-Button ist. Auf der gegenüber linken Seite befindet sich ein Linking-Button, also Link-Device-Button, um den Transmitter und Receiver miteinander zu koppeln, falls das aus irgendeinem Grund nicht automatisch passiert ist. Daneben befindet sich ein weiterer Knopf, um das Backup-Recording zu starten. Und unten sehen wir die Pins für das Case, damit es aufgeladen werden kann. Und zu guter Letzt gibt es hinten einen Clip, um es am Shirt zu befestigen, oder ein Magnet, wenn man es anderweitig verstecken möchte. Ich persönlich finde es ziemlich praktisch, weil das Ganze kann man dann hier zwischen die Brust befestigen. Das heißt, das Magnet ist quasi hinter meinem Shirt und das Mikrofon ist quasi über meinem Shirt. Oben links befindet sich eine LED in grün.
dass der Transmitter eingeschaltet ist und rechts befindet sich eine weitere rote LED, die aufleuchtet, wenn man die Backup-Aufnahme gestartet hat. Kommen wir jetzt zum Receiver. Auf dem Display sehen wir viele Informationen, aber das behandeln wir im nächsten Kapitel, deswegen gehen wir hier an der Stelle erstmal nicht drauf weiter ein. Auf der linken Seite gibt es zwei Anschlüsse, ein Kopfhöreranschluss und ein Out-Anschluss. Der Out-Port geht direkt zu der Kamera und wir verbinden hier das Kabel, welches mitgeliefert wurde. Wenn deine Kamera keinen Kopfhöreranschluss hat, kann man diesen Anschluss zwecks Monitoring auch dann benutzen. Das finde ich auch ziemlich praktisch. Auf der rechten Seite befindet sich der Power-Button und ein USB-C-Anschluss. Das ist hier dasselbe wie vorhin, um den Receiver aufzuladen, wenn wir nicht den Ladecase nutzen. Also, man muss nicht zwingend das Case mitnehmen und oder auch benutzen. Auf der Rückseite sieht man goldene Pins. Diese sind ebenfalls Verbindungsstücke für das Ladecase. Aber man kann das Ganze auch als ein Verbindungsstück für das Lightning Adapter bzw. als Cold Shoe Mount benutzen. Den Cold Shoe Mount kann man ganz einfach an den Receiver anbringen und hat auch Spielraum, um es weiter nach außen biegen zu können. Das passt dann perfekt auf den Hot Shoe Mount oben auf der Kamera. Das kann man dann in beide Richtungen anbringen, je nachdem, wenn man entweder hinter oder vor der Kamera steht. Das Gute an dem Display ist, dass man alle notwendigen Informationen auf einen Blick sieht und nicht das Display anfassen muss, um die Einstellungen zu sehen. Um den Lightning Adapter beispielsweise zu nutzen, entfernt man einfach den Cold Shoe Adapter und bringt es wieder wie vorhin an. Man kann dann sein Handy nutzen und ebenso funktioniert das auch hier in beide Richtungen, meine Freunde. Das Coole hierbei ist, je nachdem, was man am häufigsten nutzt, kann man dann den entsprechenden Adapter auch immer dran lassen. Also man muss nicht immer ständig abmontieren, um es wieder in den Case zu tun. Das Coole am Transmitter ist, meine Freunde, es hat einen kleinen Plastikteil, so eine Art Anschluss. Das heißt, man kann das an den Transmitter anbringen, das Windscreen, und dann festdrehen. Und egal was passiert, klar, wenn du es extrem rumwackelst, fällt es nicht raus. Und das finde ich sehr, sehr vorteilhaft, weil es beim Rode Mic nicht so ist und das haben sich auch schon einige beschwert drüber. Kommen wir zum zweiten Abschnitt und ich zeige euch, wie du tatsächlich das DJI Mic verwenden kannst. Wenn du das Case öffnest, schau einfach auf die Lichter. Die sollten von selbst angehen und sich miteinander verbinden. Das ist echt praktisch und sollte von Anfang an auch genau so klappen. Du brauchst sie nicht jedes Mal neu verbinden, wenn du sie rausholst. Und eigentlich musst du sie auch nicht extra anschalten, weil sobald du das Case öffnest, sollten sie automatisch angehen. Falls das bei dir aus irgendeinem Grund nicht geht und die Mikrofone sich nicht einschalten lassen, hat jedes davon einen Ein- und Ausschalterknopf, meine Freunde. Diesen hältst du dann hier einfach gedrückt. Und wenn du dann die Vibration spürst, und es gibt zwei Arten, es gibt eine kurze und es gibt eine längere. Die längere bedeutet, es geht aus. Wenn du den Schalter nochmal drückst, spürst du eine kurze Vibration, das bedeutet, dass es angegangen ist. Und der Receiver hier, dieser vibriert nicht, das ist nur bei den Mikrofonen so. Die haben diese coole Funktion, bei der du eine Vibration spürst, wenn das Mic ein- oder ausgeschaltet wird. Das ist nicht nur praktisch, es zeigt auch an, wenn eine Backup-Aufnahme läuft. Wenn die Mics mal nicht miteinander verbunden sind, kannst du das ganz easy lösen. Zum Beispiel, nimm ein Mikrofon raus, mach es an und leg es wieder ins Case. Eine andere Möglichkeit ist hier am Mikrofon, da ist ein Verbindungsknopf, sage ich mal, der ist an der Seite quasi über dem Rec-Button. Und dieser kleine Knopf ist halt ein Verbindungsknopf. Den hältst du gedrückt, bis das DJI Mic am Mic anfängt zu blinken. Beim Receiver wischst du nach unten, um ins Menü zu kommen. Dann gehst du ins Hauptmenü und klickst dann auf Gerät verbinden. Nochmal klicken auf Verbinden und dann wird's deinem Mic finden und auch dann verbinden. Also, es gibt hier drei verschiedene Wege, wie du das Mikrofon mit dem Transmitter verbinden kannst, falls du halt Probleme hast. Aber der einfachste Weg ist, sie einfach ins Case zu packen. Das ist der normale Weg und dann sollten sie sich auch miteinander verbinden und das ist auch ziemlich recht simpel. So,
Jetzt habe ich das DJ-Mic an die Kamera und hier vorne angeschlossen. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ihr werdet mich jetzt ab und zu mal von meinem Sennheiser MKH416 hören und ab und zu auch mal vom DJ-Mic. Ich habe hier Echoabsorber und Gardinen. Eigentlich eine sehr, sehr gute Umgebung, um halt Schall zu absorbieren. Und seid gespannt, wie das Ganze hier klingt. Ihr hört es ja aber auch gerade jetzt. Ich werde ebenso mal einblenden, welches Mikrofon gerade aktiv ist, damit du ganz genau weißt, wie das DJI-Mic klingt. Freunde, ein kleiner kurzer Cut hier an der Stelle. Wenn ihr euch fragt, warum irgendwie die Audioqualität vom Mikrofon, also vom DJI-Mic, sich irgendwie so dumpf und anders anhört, als wie im Intro, wo ich draußen mit der Drohne war. Das Problem ist einfach hier wegen dem Windscreen. Wenn man den Windscreen nicht benutzt, dann klingt das Ganze einfach dumpf. Das klingt leider nicht so gut. Ich habe das mehrmals jetzt getestet, ob es an irgendwelchen Kabeln liegt, aber es liegt tatsächlich nur an dem Windscreen. Wie ich auch gesagt habe, dass die Stimme sich klarer anhört. Vielleicht kommt der Part, wo ich es noch sage. Aber seht zu, dass sie immer einen Windscreen trägt. Deswegen, ja, so klingt das leider ohne Windscreen. So viel dazu. Das DJI-Mic ist mit einem ganz normalen Audiokabel mit meiner Kamera verbunden, beziehungsweise es ist über den Out-Anschluss an den Eingangsanschluss, also an den Mikrofoneingangsanschluss von meiner Kamera verbunden. Und das Ganze ist hier so dran. Wenn ich jetzt rede, siehst du, wie die Audiopegel alle auf dem Receiver drauf und drunter gehen. Wenn ich jetzt rede, solltest du beide Pegel auf dem Receiver sehen, beziehungsweise wie sie hoch und runter gehen, weil ich beide Mics hier so gerade dran halte. Wenn ich jetzt mal einfach mal jetzt eins ausschalte, jetzt ist es aus, dann passt sich auch der Bildschirm automatisch an. Das heißt, du siehst jetzt nur ein Mikrofon. Der Bildschirm ändert sich je nachdem halt, ob du zwei oder ein Mikrofon gerade verwendest. Und ebenso kannst du am Mikrofon einfach runterwischen, um ins verschiedene, beziehungsweise um ins Menü zu kommen, um verschiedene Optionen hier zu verwalten. Wenn du die Audiopegel auf dem Receiver siehst, kannst du anfangen aufzunehmen. Aber es gibt ein paar Sachen, die du einstellen kannst, je nachdem, wie laut du redest. Wenn das Mic an ist und verbunden wurde, kannst du es durch zweimaliges Tippen entweder ein- oder ausschalten, beziehungsweise mit dem Ein- und Ausschalter stumm schalten. Du kannst es also jederzeit stumm schalten und es wird kein Ton an den Receiver gesendet. Zweimal klicken auf dem Schalter und es ist wieder an. Wenn du die Audiopegel auf dem Receiver siehst, kannst du anfangen aufzunehmen, aber es gibt ein paar Sachen, die du einstellen kannst, je nachdem, wie laut du zum Beispiel redest. Und dann auf der anderen Seite, wo das kleine Mic ist, da klickst du einmal drauf, jetzt siehst du ein rotes Licht, also es geht ein rotes Licht an. Das bedeutet, dass die Backup-Aufnahmen, ich mache mir jetzt gerade mal kurz vor, anstatt dass ich euch mal das einblende, zack, da ist die rote LED. Auf jeden Fall, das bedeutet, dass die Backup-Aufnahme jetzt gerade just in dem Moment läuft. Das heißt, ich nehme gerade das Audio doppelt auf, meine Freunde, einmal über die Kamera und einmal hier durch das Mic. Und das Coole ist, dass du auch auf dem Bildschirm siehst, dass ein kleiner roter Punkt angegangen ist. Das zeigt halt, dass die Backup-Aufnahme aktiv ist. Einmal draufklicken auf den Mic-Knopf und die Backup-Aufnahme ist dann auch somit beendet. Und das machen wir jetzt auch, um das euch ganz zu symbolisieren. Zack, weg ist sie. Das ist im Grunde genommen so, wie der Sender funktioniert. Dann gehen wir jetzt mal alle Funktionen durch, die du auf dem Bildschirm siehst. Wenn du auf dem Bildschirm schaust und nur ein Mikrofon eingeschaltet ist, wirst du viele verschiedene Informationen sehen. In der oberen linken Ecke siehst du ein S. Das zeigt dir an, in welchem Modus du dich gerade befindest. Im Moment bin ich aber jetzt im Mono-Modus und S wäre Stereo-Modus. Und wenn du im Stereo-Modus wärst, würdest du jetzt ein L sehen? Das bedeutet, dass ich gerade im Stereo-Modus bin und dies auf den linken Kanal aufgenommen wird, wie wir zuvor besprochen haben. Dies kann auf verschiedene Arten aufgenommen werden. Du kannst auf dem linken Kanal unabhängig aufnehmen, auf dem rechten Kanal unabhängig aufnehmen, sowohl
auf links als auch auf rechts aufnehmen, ohne zu mischen, oder du kannst alles mischen, sodass du nicht mit den Spuren unabhängig arbeiten musst. Das ist halt quasi deine Entscheidung. Wenn du dies jedoch in die Bearbeitungssoftware importierst, zum Beispiel Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut Pro und so weiter, und es nur auf dem linken Kanal siehst, wirst du es nur auch auf deinem linken Ohr hören. Wenn du Kopfhörer trägst, solltest du das noch besser hören, wie wenn du zum Beispiel es irgendwie durch Lautsprecher hörst. Du solltest aber auf jeden Fall sicherstellen, dass du den richtigen Modus für die spätere Bearbeitung auswählst. Wenn du den Modus ändern möchtest, wischst du nach unten und die erste Option wird die Änderung des Modus sein. Wie schon gesagt, im Moment ist das bei mir hier auf Mono, also klicke ich drauf, um halt auf verschiedene Optionen anzuzeigen. Auf der linken Seite habe ich zwei Tasten. Die linke zeigt den Modus an und die rechte zeigt, welcher Sender zu welchem Kanal geht. Und ich ändere das mal für euch hier auf Stereo, damit wir das einfacher handhaben können. Jetzt habe ich auf Stereo umgeschaltet, das heißt, Sender 1 geht auf den linken Kanal und Sender 2 geht auf den rechten Kanal und ich kann das auch umschalten, wie ich möchte. Wenn ich die rechte Taste drücke, kann ich den rechten und auf den linken Kanal auf die Sender jeweils umschalten. Die linke Taste dient als Stereo. Wenn ich draufklicke, wechselt es dann in den Mono-Modus. Jetzt wird nicht mehr auf einem Kanal unabhängig aufgenommen, sondern auf beiden Kanälen genau dasselbe. Wenn ich nur ein Mikrofon verwende, ist das in Ordnung. Die Aufnahme erfolgt nur auf beiden Spuren. Wenn ich jedoch zwei Personen verwende, zum Beispiel ein Interview führe, werden im Mono-Modus beide Signale gemischt und auf beiden Kanälen wiedergegeben. Jetzt klicke ich nochmal auf die linke Taste und es wird sich in den Sicherheitskanalsmodus gewechselt, das heißt Safety Channel. Dort siehst du das M mit dem gelben S. Die Backup-Aufnahme funktioniert genauso wie der Mono-Modus, außer dass auf einem Kanal die Aufnahme mit der gleichen Lautstärke wie aufgenommen erfolgt und auf dem zweiten Kanal wird sie um 6 Dezibel leiser aufgenommen. Das bietet dir im Grunde eine Sicherheitsebene. Wenn es sehr laut wird, hast du halt, wie schon gesagt, diesen Safety Channel. Dieser wird mit einer geringeren Lautstärke aufgezeichnet, sodass du diesen Kanal verwenden kannst, wenn deine Hauptaufnahme zu laut ist oder Verzögerungen oder andere laute Geräusche auftreten. Das ist nützlich, wenn du dich in einer Umgebung befindest, in der du nicht sicher weißt, ob der Ton stark schwanken wird. Wenn du jedoch in einer Umgebung bist, in der der Ton konstant ist, zum Beispiel so wie hier gerade bei mir in meinem Studio oder eine Gesprächsszene, was auch immer, dann kann ich dir eigentlich sogar schon fast garantieren, dass du keinen Safety Channel benötigst. Dann würde ich den Mono- oder Stereo-Modus verwenden, abhängig davon, ob ich eine oder zwei Personen verwende oder ob ich einfach eine schnelle Mischung machen möchte. Wenn du wieder auf den Hauptbildschirm schaust, neben dem Stereo-Modus, siehst du bei mir, ich glaube, schau mal nach, da ist bei mir eine Plus 1. Das ist der Gain quasi an den Receiver. Das gibt an, wie stark du die Lautstärke erhöhst, wenn sie den Empfänger verlässt und in die Kamera geht. Daneben siehst du ein Balkendiagramm, quasi deine Signalstärke zwischen Sender und Empfänger dargestellt. Im Moment habe ich Sender 1 hier an meinem Hemd bzw. an meinem Shirt und du kannst sehen, dass ich volle Stärke habe, weil Sender 2 ausgeschaltet ist. Aus diesem Grund siehst du ihn hier auch gar nicht. Ich möchte dir nur zeigen, wie es mit einem Sender aussieht und dann schalten wir den anderen ein. Und Moment, wir machen das mal jetzt nochmal. Und jetzt solltest du sehen, wie sich das Ganze ein wenig verschoben hat, weil ich den anderen Sender hier auch gerade eingeschaltet habe. Daneben siehst du eine Batterieanzeige auf der oberen Leiste der Signalstärke. Das ist die Empfängerbatterie bzw. von dem Receiver die Batterieanzeige. Die zeigt den Batteriestand ganz gewöhnlich einfach an. Wenn du jetzt etwas weiter runter schaust, siehst du eine weitere Batterieanzeige. Das ist von dem anderen Mikrofon. Stell es dir einfach so vor. Die obere Leiste ist quasi dein Empfänger, also die Information deines Empfängers. Und darunter sind die Informationen von deinem Transmitter. Das Plus 1 links ist das von dem Sender. Das heißt, du kannst die Verstärkung des Senders anpassen,
während er zum Empfänger geht. Wenn du mit jemandem arbeitest, der leise spricht, musst du möglicherweise die Gain auf dieser Person erhöhen. Wenn jemand aber eine sehr laute Stimme hat, kannst du den Gain auch natürlich senken. Neben dem Plus 1, wenn du im Stereo-Modus bist, siehst du bei mir ein L oder ein R, je nachdem. Das zeigt an, auf welcher Spur dieser Sender gerade aufnimmt. Im Moment nehme ich eigentlich, glaube ich, auf R auf. Ich schaue mal nochmal. Beziehungsweise auf beides, aber ich mache es mal hier wieder aus. Und das ist jetzt die Position R, genau. Also ich nehme hier gerade auf dem Sender rechts auf. Und da sieht man auch, wie der grüne Pegel immer wieder ausschlägt. Die grüne Leiste sollte idealerweise im Bereich von 3/4 liegen, um halt etwaige Verzerrungen auch zu vermeiden, meine Freunde. Wenn du die Verstärkung zu hoch einstellst, also vom Sender zu hoch einstellst, siehst du ein Übersteuern und es kommt viel zu viel Audio herein. Ich mach das mal hier vor. Jetzt siehst du, wie viel Audio reinkommt. Ich hoffe, es ist nicht bei euch zu laut angekommen. Wenn du sie aber zu niedrig einstellst, und wenn ich mal ein bisschen leiser rede, dann wirst du jetzt merken, dass zu wenig am Sender ankommt. Und das möchten wir natürlich nicht. Idealerweise sollte die Leiste knapp unter dem gelben Bereich liegen, wenn deine Audioaufnahmen korrekt eingestellt sind. In der unteren linken Ecke siehst du ein kleines Lautsprechersymbol. Im Moment siehst du, wie die Audiopegel auf den Anzeigepegel springen. Wenn ich das Mikrofon stumm schalte, das heißt, ich mache das mal ganz kurz, dazu muss ich auf den Ein- und Ausschalter einmal doppelklicken. Jetzt habe ich das Ganze unterbrochen, das heißt, es ist stumm geschaltet und dann wird ein Schrägstrich durch das Lautsprechersymbol gezogen. Dann werden auf den Audiopegeln keine Audiosignale mehr angezeigt. Das bedeutet, dass es stumm geschaltet ist. Das Mikrofon aber ist immer noch verbunden, gepaart und eingeschaltet, aber es wird halt kein Audio übertragen. Um das Mikrofon zu aktivieren, klickst du nochmal zweimal hier drauf. Und jetzt ist das Ganze wieder aktiv. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, um das Audio stumm zu schalten oder aufzuheben. Streiche auf dem Bildschirm von unten nach oben, um auf diesen einen Menü vom Sender aufzurufen. Du siehst Sender 1, RTC auf der linken Seite. Du kannst auf die Schaltfläche klicken, um die Backup-Aufnahme zu aktivieren. In der Mitte siehst du das gleiche Lautsprechersymbol. Wenn du da drauf klickst, wird dieser Sender stumm geschaltet. Auf der rechten Seite siehst du, wie viele Daten du für diesen Sender übrig hast. Wenn du diesen Sender formatieren möchtest, um alle Daten zu löschen und ihn wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, kannst du auf das kleine Ordnersymbol klicken. Dann wird das Formatierungsfenster angezeigt und wenn du auf Formatieren klickst, werden alle Daten von diesem Sender gelöscht. Aber mein Freund, sei vorsichtig, wenn du ein paar Mal nach oben wischst und auf die Schaltfläche klickst, wird der Sender direkt formatiert. Es gab Zeiten, in denen ich meine Backup-Aufnahmen aus Versehen gelöscht habe, meine Freunde. Nur weil ich mal eben mit meinem Finger das gerade so berührt hatte. Also aufpassen. Der Bildschirm des DJI-Mikrofons ist nämlich ziemlich empfindlich. Es gibt aber jedoch eine gute Lösung. Du kannst das Bildschirm auch sperren. Gehe zurück zum Hauptbildschirm, auf dem du alle grundlegenden Informationen siehst. Drücke einmal auf die Ein- und Aus-Taste an der Seite des Empfängers und der Bildschirm wird gesperrt. Jetzt passiert gar nichts, wenn du auch den Bildschirm berührst, weil wir eine Bildschirmsperre haben. Wenn du das Mikrofon nicht benutzt und nichts ändern musst, schalte die Sperre ein. Das ist von mir eine Empfehlung. Klicke einfach dafür auf den Ein- und Aus-Button einmal, um dann die Sperre auch wieder aufzuheben. Lass uns den zweiten Sender nochmal hier einschalten. Ich mache das mal hier nochmal. Zack, der ist eingeschaltet und ich möchte dir zeigen, wie sich das ein wenig verändert. Wir halten die Taste auf der Seite gedrückt, um den Sender hier einzuschalten. Das habe ich jetzt gerade hier gemacht. Einfach mal draufklicken und dann wird der Bildschirm automatisch ein wenig verschoben. Du wirst nun beide Sender auf dem Bildschirm sehen, auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Sender 1 ist auf der linken Seite und Sender 2 auf der rechten Seite. Wenn wir uns diese Information jetzt ansehen, siehst du, dass der Sender 1 auf dem linken Kanal ist. Er hat eine Verstärkung bzw. ein Gain, ich glaube von plus 1 oder plus 2, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Und alles ist eingeschaltet. Und beim zweiten Sender, ich glaube, da dürfte ich kein Gain aktiviert haben. Ich schaue mal nach. Tatsächlich habe ich auch plus
2 da aktiviert. Denkt daran, wie wir nach oben gewischt haben, um die Informationen für den Sender anzuzeigen. Wenn du beide Sender eingeschaltet hast, wischst du auf der Seite des Bildschirms, auf der sich der Sender befindet. Wenn du die Einstellungen für Sender 1 anpassen möchtest, wischst du auf der linken Seite nach oben und dort steht TX1. Wenn du das getan hast, wischst du nach unten, um das Menü zu verlassen und wischst auf der rechten Seite nach oben. Jetzt siehst du TX2 und du wirst Sender 2 sehen. Denke daran, dass du, wenn du 2 Sender eingeschaltet hast, auf der Seite des Bildschirms wischst, auf der sich die Sender auch befinden, mit dem du auch arbeiten möchtest. Auch das andere, was oben rechts auftaucht, ist die Signalstärke für deinen zweiten Sender. Wenn wir nun nach unten wischen, gehen wir zurück in den Stereo-Modus, der gleich ist, wie ich ihn dir zuvor erklärt habe. Wenn wir jedoch beide Mikrofone verwenden, wischen wir nach oben, um in den Stereo-Modus zu wechseln. Du kannst dann von links nach rechts oder von rechts nach links gehen, je nachdem, welche Spur du verwenden möchtest. Das ist dir überlassen. Ich kenne aber nicht viele Situationen, in denen ich das wirklich beachten müsste, aber es gibt sicherlich auch eine Option dafür. Du kannst auch in den Mono-Modus wechseln, bei dem beide Signale sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, also auf des Kanals, aufgezeichnet werden. Wenn du auf Mono wechseln möchtest, wischst du nach oben und du hast nur ein M in der oberen linken Ecke. Wenn wir weiter nach unten wischen, wechseln wir in den Mono Safety Channel. Wenn wir wieder nach oben wischen, wechselt das M mit einem gelben Punkt. Also wir sind jetzt im Mono Safety Channel. Noch ein Wischen nach unten und wir gehen zurück in den Stereo Modus. Du siehst wieder die linken und rechten Kanäle. Achte also darauf, welchen Modus du verwenden möchtest, bevor du eine Aufnahme beginnst. Wenn du eine der Aufnahmen auf den Sendern durchführen möchtest, wischst du wieder nach oben, um eine Backup-Aufnahme zu aktivieren, oder du klickst einfach einmal auf den Sender und die Aufnahme beginnt. Du kannst auf dem Bildschirm sehen, welche Seite die Backup-Aufnahme durchführt. Das kleine rote Punkt wird neben deinem Gain-Pegel angezeigt und du kannst erkennen, welcher Sender zu welchem Zeitpunkt für die Backup-Aufnahme aufnimmt. Wenn du Kopfhörer angeschlossen hast, wirst du ein kleines Kopfhörersymbol neben dem Empfängerverstärker sehen. Das zeigt dir, dass du Kopfhörer angeschlossen hast. Du wirst deine Kopfhörerlautstärke jedoch nicht sehen, aber du kannst in das Menü gehen und die Lautstärke tatsächlich ändern. Wenn du also das aufgenommene Audio nicht richtig hören kannst, kannst du das bzw. hier über diesen Punkt einfach erhöhen oder verringern. Dies kann ziemlich kompliziert werden, aber wenn du einmal verstehst, was alle diese Komponenten tun, ist alles recht einfach. Das sind im Wesentlichen alle Informationen, die du auf dem Bildschirm siehst, und das ist auch alles, was du brauchst, wenn du draußen aufnimmst. Es gibt jedoch noch ein paar weitere Dinge, die wir im Menü durchgehen müssen. Wenn wir nach unten wischen, gelangen wir zum Hauptmenü und dann wischen wir einmal nach rechts. Hier kannst du deinen Empfängerverstärker ändern. Das ist das Audio, das vom Empfänger zur Kamera geht. Du kannst einfach auf die Schaltfläche klicken und mit dem Finger nach rechts oder links schieben. Du kannst also zwischen minus 12 Dezibel und plus 12 Dezibel wählen, über oder unter dem Nullpunkt auf diesem Gerät. Du hast also viel Spielraum, um die Lautstärke für die Übertragung zur Kamera anzupassen. Wische nach oben, um aus diesem Menü herauszugehen. Im Hauptmenü wischen wir wieder nach rechts und du kannst die Lautstärke für deine Kopfhörer einstellen. Im Moment ist meine Kopfhörerlautstärke auf 0 eingestellt. Ich könnte das erhöhen, wenn ich nicht genug höre, obwohl ich weiß, dass die Aufnahme korrekt ist. Auch hier kannst du zwischen 12, also zwischen plus 12 Dezibel und minus 12 Dezibel wählen. Wische nach oben, um aus diesem Menü herauszugehen, und wische ein weiteres Mal nach rechts. Hier hast du ein zweites Einstellungsmenü. So einfach funktioniert's. Du wischst nach unten, um zu den Hauptmenüeinstellungen zu gelangen. Das sind nur schnelle Einstellungen, nehme ich an. Dann gelangst du in die tiefen Einstellungen, die durch das kleine Zahnradsymbol dargestellt werden. Wenn du auf dieses Symbol klickst, kannst du einige andere Dinge mit diesem Mikrofon ändern. Zuerst gibt es den Low-Cut-Filter.
Wenn du einige tiefe Frequenzen hast, die manchmal als Rumble-Filter bezeichnet werden, kann das viele dieser Frequenzen auch abschneiden. Ich persönlich verwende den Low-Cut-Filter bei meinem Mikrofon eigentlich nicht immer. Manchmal mache ich ihn aber auch aus, weil ich dann zum Beispiel in der Post-Production das Ganze aktiviere. Aber wenn du es während der Aufnahme machen musst, kannst du das hier auch an der Stelle machen. Als nächstes hast du deine Vibrationsbenachrichtigungen. Wie ich zuvor gesagt habe, vibriert dein Gerät und du kannst diese Benachrichtigung auch ausschalten. Ich persönlich aber finde es ziemlich nützlich und lasse es auch gerne eingeschaltet. Zum Beispiel, wenn ich eine Backup-Aufnahme aktiviere, dann gibt es eine kurze Vibration, die mir halt dann sagt, hey, deine Aufnahme wurde erfolgreich gestartet. Wenn du das ausschalten möchtest, kannst du das hier in diesem tieferen Menü, sage ich mal, dann tun. Hier ist auch der Ort, an dem du deine Geräte verlinken kannst, falls es Probleme mit dem Gehäuse oder aus irgendeinem Grund das Gehäuse irgendwie nicht damit verbindet. Hier kannst du es machen. Du gehst in dieses tiefere Menü, hältst die Verlinkungstaste am Sender gedrückt und drückst dann den Knopf hier, um sie zu verbinden. In diesem tieferen Menü kannst du auch deine Senderverstärkung anpassen. Wenn du in deine Senderverstärkung gehst, siehst du Sender 1 und Sender 2. Wie ich zuvor schon gezeigt habe, hat mein Sender 1 eine Verstärkung von plus 2. Mein Sender 2 hat eine Verstärkung auch von plus 2. Das funktioniert genauso wie beim Empfänger. Du kannst zwischen plus 12 Dezibel und minus 12 Dezibel wählen. Du kannst die Lautstärke am Sender erhöhen oder verringern, je nachdem wie laut du sprichst oder wie sich gerade deine Aufnahme auswirkt. Du musst nur bedenken, dass die Senderverstärkung in diesem tieferen Menü ist, während die Empfängerverstärkung im ersten Menü ist. Das kann schon ein wenig verwirrend sein. Ich wünschte, sie hätten die Senderverstärkung im ersten Menü oder sogar im nach oberen wischbaren Menü platziert, um es das Ganze für den User zugänglicher zu machen. Aber sie ist halt im tieferen Menü. Dann hast du die Möglichkeit, die Helligkeit auf dem Bildschirm anzupassen. Zum Beispiel kannst du deinen Bildschirm ganz hell oder dunkel machen. Die letzten Optionen in diesem Menü sind die Sprache, Datum und Uhrzeit. Du kannst auch alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn du das möchtest. Jetzt möchte ich noch kurz darüber sprechen, wie du deine Backup-Aufnahmen von diesem Sender auf deinem Computer übertragen kannst. Wenn du Aufnahmen machst und diese mit dem Safety Channel aktiviert hast, beziehungsweise hier über den Sicherungsmodus aktiviert hast, möchtest du diese Audiodateien auf deinem Computer auch haben. Du nimmst einfach ein USB-C-Kabel, steckst sie an die Seite des Transmitters und das andere Ende am Computer. Voila, fertig, aus, Mickey, Maus, das war's, Hokus Pokus, ja. Es wird einfach ein externes Laufwerk erkannt und du kannst die Daten übertragen. Kommen wir jetzt zum Workflow und wie man das DJI Mic am besten benutzen kann. Sie sind wirklich einfach zu bedienen, sobald alles eingerichtet ist. Man kann sie praktisch überall einsetzen, um Ton aufzunehmen. Größtenteils befestige ich es aber hier, wie du schon gerade siehst, auf meinem Hemd oder Shirt. Dabei nutze ich das mitgelieferte Magnet auf der Innenseite und setze das Mikrofon hier so auf meinem Shirt drauf. Achte darauf, dass du es nicht zu nah an deinem Hals positionierst, sonst könnten die Töne ziemlich dumpf klingen. Ein kleiner Abstand ist besser. Das Mikrofon nimmt aus allen Richtungen auf, also wird der Klang auch zum Beispiel von hier erfasst, wenn ich so meinen Kopf zum Beispiel drehe. Was du noch machen kannst, ist, wenn du einen Rucksack benutzt und vorne an deiner Brust einen Gurt hast, hast du die Möglichkeit auch mit deinem Magnetclip oder mit dem Clip das Mikrofon direkt an dem Gurt zu befestigen, dann kannst du auch zum Beispiel auf den Magneten verzichten. Wenn du das Mic zu weit links oder zu weit rechts anbringst und du deinen Kopf in die entgegengesetzte Richtung drehst, so wie ich es gerade hier mache, dann siehst du, dass du dabei Audio verlierst. Also achte darauf, wo du dein Mic befestigst. Eine andere praktische Möglichkeit ist die Verwendung eines Lavalier-Mikrofons. Du kannst oder du könntest das DJI-Mikrofon am Gürtel oder in deiner Hosentasche tragen und dann ein Lavalier-Mikrofon dran machen und es zum Beispiel unter deinem Hemd einfach hochziehen. Das wäre ziemlich nützlich, wenn es erforderlich ist, das Mikrofon zum Beispiel zu verstecken, weil du gerade eine wichtige Aufnahme hast oder weil es nicht so gut aussieht. Dafür sind die Lavalier-Mikrofone ja auch zum Beispiel auch gedacht und sehr, sehr gut geeignet. Eine weitere Möglichkeit wäre,
wenn man es an einem Stativ anbringen könnte, was einen Magneten hat. Das habe ich jetzt leider nicht und ich kann es auch nicht zeigen. Meine Stative haben keinen Magneten. Das wäre gut als Standmikrofon für Podcast oder zum Beispiel Ähnlichem. Ich persönlich aber verwende es ziemlich gerne, wenn ich zum Beispiel gar keine Lust auf Kabelsalat habe oder draußen irgendwelche Aufnahmen mache. Weil aufgrund dieser kleinen Größe und der Flexibilität kann ich mich von der Kamera entfernen und habe trotzdem eine gute Audioqualität. Das ist mir sehr wichtig. Und so gibt es mir die Möglichkeit, meinen Content einfach kreativer gestalten zu können. Du kannst den Sender ziemlich weit vom Empfänger entfernen. Und wir haben es ja am Anfang getestet. DJI sagte 250 Meter. Aber dafür müssten wirklich perfekte Bedingungen gegeben sein. Also das heißt wirklich, es dürfen keine weiteren Störfaktoren sein. Ansonsten kann das Signal direkt abbrechen. Aber auch wenn das passiert, habe ich die Möglichkeit mit der Backup-Aufnahme, die mir halt dann Sicherheit gibt, wenn ich mich dann zu weit bewege oder es irgendwelche Störsignale gibt. Was man noch damit machen kann oder was cool wäre, ist zum Beispiel, kannst du das DJI-Mic als Voice-Over-Mikrofon oder einfach als externes Mikrofon ohne Anschluss an eine Kamera verwenden. Das habe ich ja schon mal gemacht, das habe ich jetzt hier mal eingeblendet, da habe ich ja gefragt und dazu kommt auch nochmal ein Video. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende gekommen und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, wie man das Ganze bedient. Und ich würde mich auf jeden Fall über ein Like freuen, über ein Abonnement freuen, denn das alles kostet sehr viel Mühe und Schweiß. Also, dann würde ich sagen, das war's. Ich kann nicht mehr. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Sedo. Ciao.